So, da ist endlich mein neues Baby angekommen. Ging viel schneller wie gedacht. Der Versand wäre angeblich erst 8 bis 10 Tage gewesen. Es ist auch immer noch nicht verfügbar, aber gestern kam die Versandbestätigung und heute ist sie endlich da. Ich dachte erst, vielleicht ist es eine Rückführung, dass sie wer zurückgeschickt hat. Aber wie man sieht, das Siegel ist noch original zu, auf der Seite. Und auf der Seite auch. Also heißt, das ist wirklich komplette Neuware. Jetzt werden wir mein neues Baby aufmachen. Das ist ja mit immer das Schönste. Das erste Mal aufmachen. Schauen wir mal. So. Dann hat schon mal geklappt. Jetzt ist es umgefallen. Nicht so schlimm. Der große Moment. Wie immer Papierkram, jede Menge Papierkram. Das ist der extra Halt auf die Grafikkarte, damit sie nicht anfängt durchzuhängen. Hier kann man dann noch die PWN-Lüfter anschließen, 2 Stück. Damit kann man die Lüfter regeln im Case, wenn die Grafikkarte Power hat, damit die Lüfter sich automatisch höher drehen, damit die Wärme besser aus dem Case geführt wird. Ach, hier haben wir es schon. Angetackert haben sie es. Das ist diese Grafikkartenhalterung. Aus Metall mit Sapphire Zug. Ist auf jeden Fall nichts Billiges. Dann noch ein paar Schräubchen dazu. Dem Beutelchen hier. So, jetzt kommen wir zur Attraktion überhaupt. Da müssen wir mal das Handy wieder herlegen und schauen, dass das ein bisschen aufnehmen tut hier. Ah, so geht's. Wunderbar. Eine wirklich sehr dicke Grafikkarte, ordentlich schwer. Ach, das ist immer das Schönste, wenn man eine neue Grafikkarte hat und man könnte die Folie abziehen. Allerdings sieht die Folie doch ganz schön mitgenommen aus, wie man das sieht. So eine leichte Verfärbung da. Ich hoffe, das ist nichts Schlimmeres. Gut sieht es nicht aus. Auf jeden Fall. Da ist der 3x8-Pin-Stromanschluss. Das ist die Backplate, so gesehen. Das Logo leuchtet hier und dieser Streifen auch. Ich bin gespannt. Was mich allerdings wundert, ist, die PCI-Anschlüsse keinen Schutz drauf haben, nichts. Das so Standard ist, das frage ich mich jetzt schon ein bisschen. Ich will auf jeden Fall jetzt erstmal die Folie entfernen, um zu gucken, was da drunter ist. Das sieht mir doch ein bisschen sehr merkwürdig aus. Dann müssen wir das auf den Grund gehen. Also wie man sieht. Am Äußeren hat es nichts geschadet, ist keine Beschädigung, keine Kratzer, nichts. Ja.
Schick, 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 würde ich sagen. Anschließend kann ich es leider noch nicht, da ich mein Kabelmodder gesagt habe, dass er sich noch Zeit lassen kann mit Kabel schließen, da die Grafikkarte eh noch dauert. Ich habe ihn gestern angefunkt. Er macht jetzt so schnell wie möglich und schickt sie mir dann zu. Dann werde ich vielleicht die Tage noch mal ein Video dazu machen, wenn sie dann eingebaut ist. Dass man da mal ein bisschen was sieht. Okay. Da sieht man es nochmal in voller Pracht. Wunderbar. Eine mega Grafikkarte. Übelst. 31 cm lang. Das sieht schon wirklich edel aus. Da ist der eine PWM-Anschluss. Noch. Ja. Hier hinten ist der andere. Ich würde sagen, zweimal DisplayPort. Genau, und zweimal HDMI. Ich bin echt gespannt, wie die Grafikkarte sich machen wird. Aber dazu später. Das soll es dann erstmal gewesen sein. Wir hören uns wieder, Jungs und Mädels. Danke fürs Zugucken.